Ich glaube, wir müssen mit der Temperatur noch 1 Grad runtergehen. Dr. Liebing, geben Sie mir doch bitte mal das Kontrastmittel. Professor Leder, Dr. Liebing, Dr. Strecker, ich habe eine sensationelle Entdeckung gemacht. Was für eine Entdeckung? Es war letzte Nacht. Ich dachte noch einmal über die kalte Fusion nach und plötzlich war sie da. Die Idee, wie wir mit minimalem Aufwand auf einen Schlag den Hunger in der Welt, alles Elend, alle Kriege, ja, die Not der gesamten Menschheit beseitigen können. Yvonne, haben Sie getrunken? Nein! Hören Sie doch zu, das ist kein Scherz. Die Lösung war so einfach, dass ich es selber nicht fassen konnte, dass wir nicht schon längst selber drauf gekommen sind. Das war absolut offensichtlich, geradezu banal. Jetzt erzählen Sie schon. Ist es in der Geschichte der Menschheit nicht schon oft so gewesen, dass die Lösung direkt vor unseren Augen lag, wir nur nicht richtig hingesehen haben? Plötzlich dachte ich ja, es gibt einen Gott. Und er hat uns ständig Hinweise gegeben. Jeder Chemiker, jeder Biologe, sogar jede Hausfrau hätte drauf kommen können. Denn Gott hat uns wieder und wieder versucht zu zeigen, seht her, hier ist die Lösung, so einfach ist sie. Und ich sollte der erste Mensch sein, der endlich erkennt, wie wir mit unfassbar einfachen Methoden Energie und Nahrung in grenzenlosen Mengen herstellen können. Und dann wache ich heute Morgen auf und merke... Mist, vergessen. Alles weg. Wie alles weg? Ja. Doof, ne? Naja, ich mach dann mal Mittag, bis später. Yvonne, warten Sie doch! Sie müssen sich doch an irgendwas erinnern! Nein, nein, ich hab schon versucht. Das war mir immer so. Was weg ist, ist weg. Keine Chance. Warten Sie, warten Sie. Was ist der letzte Gedanke, an den Sie sich erinnern? Letzter Gedanke? Sowas wie, ich muss noch Zähne putzen. Und ich denke noch, Yvonne, schreib es auf, sonst hast du es wieder vergessen. Wo gehen wir eigentlich hin?